Ein DIN A4-Blatt, Papier brauchst du. Das wollte ich mir hier eigentlich noch zurechtlegen, einfach um es dir zu zeigen. Habe ich jetzt vergessen. Dann hole ich mir aus meinem DIN A5-Block hier einfach ein Blatt raus, einfach um es dir nachher zu zeigen, weil wir werden heute in die Praxis gehen. Du solltest auch dafür sorgen, dass du nicht gestört wirst, damit du dich hier jetzt auf das, was ich dir weitergebe an Übung, wirklich voll und ganz drauf einlassen kannst. Okay? Und wenn ich dir gleich ein Blatt Papier zeige, dann ist das bei mir ein DIN A5-Blatt. Du hast idealerweise ein DIN A4-Blatt. Dann kannst du dich besser ausbreiten. Okay? So, ihr Lieben. Die Imke ist mit dabei. Hallo, liebe Imke. Wunderschönen guten Morgen. So, die anderen werden uns wohl auch gleich noch finden. Wenn du das im Replay übrigens anschaust, bitte auch unbedingt dafür sorgen, dass du etwa eine gute halbe Stunde, 45 Minuten nicht gestört wirst, dass du dich tatsächlich hier drauf einlassen kannst. Mach's auch mit, weil das ist ganz, ganz wichtig heute Morgen, dass du es mitmachst und nicht nur dem lauschst, was ich dir hier weitergebe. Ja, damit du auch den Mehrwert hier rausziehst, damit du auch davon profitierst, damit du eben auch die Botschaften bekommst. Weil im Nachhinein das zu machen, wenn du erstmal eine Anleitung gehört hast, das hat nicht den gleichen Effekt. Definitiv nicht. So, Lieben, wann bist du überhaupt genau richtig hier beim Sonntag-Live-Training? Wenn du spürst, dass du nicht das Leben hast, das zu dir und zu deiner Seelenaufgabe passt, wenn du wie ich früher auch das Gefühl hast, da muss es noch mehr im Leben geben, als das, was ich hier gerade vorfinde. Wenn du wissen willst, warum du hier bist, um dann wirklich glücklicher zu leben, deiner Freude nachzugehen, dir dein Leben ganz nach deinem Herzen zu gestalten. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeitqualität gibt es immer mehr Menschen, die das erst recht wollen. Und ich glaube, es ist auch immer für uns alle, ist ja alles ein großes Ganzes, alles sind ja miteinander verbunden. Nie war der Zeitpunkt nicht nur so richtig, sondern auch so hilfreich wie jetzt, dass du beginnst, dein eigenes Ding zu machen. Weil stellen wir uns mal vor, mal zwischen den Zeilen gesprochen, jeder auf dieser wunderschönen Erde entdeckt seine Lebensaufgabe, lebt seinen Seelenplan, folgt dem Ruf seiner Seele, ist in seiner Freude, ist bei sich selbst angekommen, weiß, warum er hier ist. Wie schnell hätten wir Dinge im Außen gelöst? Wie schnell hätten wir Dinge verändert im Außen? Okay, also, vielleicht geht es dir ja so, dass du bis eben ständig Neues ausprobiert hast, schon viele Persönlichkeitscoachings und Ahnenaufstellungen und vielleicht Familienaufstellungen gemacht hast und Transformationsmethoden ausprobiert hast, Ausbildung, Kurse belegt hast. Und doch fühlt sich danach nichts so an, dass du sagst, yes, das ist es jetzt. Mit anderen Worten, wenn du jetzt wirklich tiefer in deinen Plan eintauchen möchtest, um ganz dich selbst zu leben, deine Mission hier auf Erden zu erfüllen, die Essenz deiner selbst leben möchtest und damit auch deine innere Ruhe finden möchtest, ja? Oder wie mir die Woche auch einige geschrieben haben, ich will mich nicht mehr ausbeuten lassen, ich will mehr für mich jetzt tun und für meine Gesundheit. Dann bist du genau richtig hier. Und vielleicht bist du ja schon selbstständig oder noch haupt- oder nebenberuflich selbstständig. Es läuft nicht so rund, wie du es gerne hättest. Und du willst einfach ja deine Selbstständigkeit auf das Level bringen, dass du sagst, ja, jetzt läuft es rund, jetzt erreiche ich die Menschen, die ich tatsächlich erreichen möchte. Jetzt fühle ich mich rundum angekommen, auch bei mir selbst. Auch dann bist du hier definitiv richtig. Ja? Okay? So, mit anderen Worten, ich gratuliere dir, dass du hier bist. Sonntags morgens, 9 Uhr um diese Uhrzeit. Du gehörst definitiv zu den Gewinnern, Gewinnerinnen. Ja, weil du einfach mehr aus deinem Leben machen möchtest, weil du die Dinge hinterfragst. Ja?
Und du könntest jetzt auch einfach nichts tun, auf der Couch hocken, vielleicht auch noch im Bett liegen und ja, Lebenszeit weiter an dir vorbeiziehen lassen oder dich auch ausgeliefert fühlen. Aber du bist hier und deshalb bist du genau richtig. Du wirst ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse heute bekommen. Für die vielen, vielen neuen Mitglieder, die wir in dieser Woche hier begrüßen durften, es sind über 30 wunderbare Menschen nochmal hier in unserer Erfolgs-Community bekommen. Mal noch ein Satz zu mir. Falls du mich noch nicht kennst, zum ersten Mal siehst und hörst und denkst, wer spricht hier vor der Kamera? Mein Name ist Irmgard Anna Bronder und ich helfe Frauen mit Hilfe ihres Seelenplanes, das Hamsterrad zu verlassen, um selbstbestimmt mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß und auch Geld im Leben zu haben. Ich bin seit 2005 auf diesem Weg. Inzwischen gibt es die Irmgard Anna Bronder Akademie mit unterschiedlichen Mentoringprogrammen, wo ich dich in dein freies Leben ganz nach deinem Herzen begleite. Ganz ehrlich, es gab Zeiten in meinem Leben, da spürte ich zwar genauso wie du, dass es im Leben noch mehr geben muss als das, was ich gerade im Außen vorfinde. Ich habe 30 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ich war die ersten Jahre sehr, sehr stolz auf diese Stelle, weil es damals ganz, ganz viele Bewerberinnen gab und ich zu den Auserwählten gehörte. Aber im Laufe der Jahre wurde ich einfach zunehmend unzufriedener. Ich fühlte mich fehl am Platz. Ich fühlte mich wie ein Alien teilweise. Und ich wollte mir vor allem nicht mehr den Tag von anderen vorschreiben zu lassen, wann ich am Arbeitsplatz zu sein habe, wann ich Urlaub machen darf. Vor allem auch, wie viel Geld jeden Monat auf mein Konto fließt, um dann zu schauen, wie komme ich jeden Monat da über die Runden. Ne? Also das sind alles Situationen, die dir auf gleiche, ähnliche, unterschiedliche Art und Weise einfach bekannt vorkommen. Deshalb lass uns jetzt starten. Ich habe dir in dein Worksheet auch so einen schönen ja, Spruch, Zitat, Affirmation, wie auch immer du das nennen möchtest, reingeschrieben. Nur wenn du dein Ziel und deinen Seelenplan kennst, kannst du auch den richtigen Weg für dich finden. Okay? Und jetzt lassen wir da mal zur Unterstützung die Sprache unseres Unbewussten sprechen. Und dazu nimm jetzt bitte dein Blatt Papier, leg's quer vor dich und nimm dir deinen Bleistift zur Hand. Wenn du nur einen Kugelschreiber hast, geht auch. Mit einem Bleistift kann man einfach besser, ja, starten. So, ihr Lieben, jetzt schreibt mir mal ein Ja ins Kommentarfeld rein, damit ich weiß, dass du bereit bist. Dass wir jetzt richtig loslegen können mit den Symbolen, die ich dir gleich weitergebe, dass ich weiß, dass jeder hier sein Blatt Papier jetzt vor sich liegen hat. Schreibt mir mal rein. Ein Ja. In der Zwischenzeit trinke ich mal noch ein Schlückchen leckeren, frischen Thymian-Tee. Thymian-Tee erinnert mich immer so an Bali, als wenn wir auf Bali sind. Was ja sicherlich bald wieder der Fall sein wird. Die kochen mir dort immer so einen super lecker, mega leckeren Tee. Elisabeth, Daniela, yes, bereit. Okay, ihr Lieben, so. Dann legen wir los. Du hast ein Blatt Papier vor dir liegen. Du hast einen gespitzten Bleistift in deiner Hand. Und dann lade ich dich mal ein, auf das Blatt Papier zu schauen, auf das noch leere Blatt Papier. Und da darfst du jetzt verschiedene Dinge drauf zeichnen. Ganz wichtig, nicht überlegen. Denker darf jetzt neben dir hocken und mit beobachten und zuschauen, einfach der Intuition folgen. Und bitte, 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 falls du Prägungen aus der Schulzeit hast, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht malen, ich kann nicht gut malen, darfst du jetzt alles mal ad acta legen. Es geht jetzt nicht um Schönzeichnen, richtig zeichnen, irgendwas richtig oder falsch machen überhaupt, sondern einfach nur deiner Intuition zu folgen. Deshalb würde ich dich jetzt mal zu Beginn mal nochmal einladen, weil ich das so ein bisschen hier wahrnehmen kann. Nochmal alle Barrieren runter. Atme mal aus, so dreimal ausatmen durch den Mund. Alle Barrieren runter. Sehr schön. Dann dehnst du dich mal aus in dein unendlich großes Wesen, das du in Wahrheit bist, in alle Richtungen. Nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten.
Und triff für dich jetzt mal die Entscheidung, dass du jetzt bereit bist, dich führen zu lassen. Geh auch gern in so eine neugierige Haltung. Bin gespannt, was ich jetzt hier aus meinem Unbewussten hervorhole. Neugierige Haltung, auch so unter dem Aspekt, metaphorisches Bild für dich. Stell dir vor, du wie so eine Katze, die vor einem Mäuseloch sitzt und ganz neugierig schaut, wann kommt das Mäuschen da wohl raus? Also geh in so eine neugierige Haltung ein oder in so eine kindlich neugierige Haltung, soweit dir das jetzt eben hier gelingt. Ansonsten gibt es kein richtig und kein falsch. Einfach mitmachen. Okay? Gut. Sehr schön. Barrieren runter. Atmen. Und jetzt darfst du auf dein Blatt Papier ein Haus malen. Ein Haus. Mal ein Haus da drauf. Dazu lasse ich dir jetzt mal eine Minute Zeit. Ich stelle mir hier jeweils mal meinen Timer, damit wir das so ein bisschen besser hier zeitlich im Griff haben. Okay, also Countdown läuft. Du darfst ein Haus zeichnen. Okay, so. Jetzt wichtig, löst dich von jeglichen Bewertungen und Beurteilungen, die dein Denker vielleicht jetzt schon schickt. Und löst dich auch davon, dass du jetzt irgendetwas fertig machen musst, fertig werden musst. Ja? Also wir lösen uns von allen Ansichten, wie das jetzt auszuschauen hat, wie das zu sein hat. Okay? So. Dann zeichne bitte ganz intuitiv auf dein Blatt Papier einen Baum. Und auch dazu hast du noch mal so eine Minute Zeit. Okay, dann nächstes Symbol. Jetzt darfst du einen Weg auf dein Blatt zeichnen. Zeichne einen Weg auf dein Blatt. Da kommt mein Mann jetzt rein, der ist auch ganz neugierig, was es hier heute gibt. Zeichne einen Weg ohne Wertungen ohne Beurteilung, wie das jetzt zu sein hat. Alright, so, nächstes Symbol, ein Zaun. Du darfst jetzt einen Zaun zeichnen.
Okay, nächstes Symbol, eine Sonne. Zeichne jetzt ganz intuitiv eine Sonne auf dein Blatt. Okay, so, nächstes Symbol. Eine Schlange, zeichne eine Schlange. Okay, so, vorletztes Symbol, eine Axt, AXT, eine Axt, darfst du jetzt zeichnen. Einfach aufs Blatt schauen, ganz intuitiv, wo kommt die Axt hin? Okay, so. Und last but not least, ein Strichmännchen. Zeichne ein Strichmännchen. So, ihr Lieben, jetzt habt ihr 8 Symbole aufs Papier gebracht. Das Spannende ist, jeder hat jetzt völlig, wenn wir jetzt die Bilder zeigen könnten, jeder hat jetzt völlig unterschiedliche Bilder zu Papier gebracht und die wollen wir jetzt deuten. Okay, so, wenn du das Worksheet noch nicht hast, Hashtag Seelenfreude oder Seelenplan ist, glaube ich. Elisabeth wird dir dann den Link noch schicken und dann kannst du dir das Worksheet noch downloaden. Ansonsten macht er jetzt einfach Notizen auf ein separates Blatt Papier. Fangen wir mal mit der grundsätzlichen Deutung an. Bevor wir damit anfangen, würde ich dich dazu einladen, mal dein Blatt Papier jetzt zu holen und das mal zu falten. Und zwar einmal so und einmal so. Okay, also zweimal. Dann hast du, wenn du ein DIN A4 Blatt hast, hast du DIN A5 und dann DIN A6 quasi. Ja, also auf jeden Fall zweimal falten. Einmal Länge, einmal quer. Darum geht es letzten Endes.
sodass du hier in der Mitte quasi wie ein Kreuz auf deinem Blatt Papier hast, wenn du es wieder entfaltest. Okay? Das machst du jetzt auch und dann legst du dein entfaltetes Blatt Papier vor dich und dann hast du ja quasi so vier Bereiche, wo du diese Symbole reingezeichnet hast und die lappen natürlich auch in andere Bereiche über. Und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Erstmal die grundsätzliche Deutung. Was du hier, oder überhaupt mal so die grundsätzliche Deutung, bevor wir die Symbole deuten. Dieser Bereich hier, das ist der Mittelpunkt. Das steht für dein Hier und dein Jetzt. Das ist so, das, was jetzt im Moment im Mittelpunkt in deinem Leben ist. Wenn du auf das Blatt Papier schaust, alles, was im linken Bereich sich befindet, das steht für Themen aus der Vergangenheit. Alles, was sich im rechten Bereich befindet, steht für Themen in der Zukunft. Okay? Also ich weiß nicht, das wird jetzt, glaube ich, spiegelverkehrt hier dargestellt. Wenn du das Blatt Papier vor dir hast, was du im linken Bereich hast, das sind die Bereiche, die für die Vergangenheit stehen, was du im rechten Bereich hast, sind die Themen, die für deine Zukunft stehen. Alles, was im oberen Bereich ist, das sind die Dinge, die, was so ist, wie es ist, die dir zum großen Teil wahrscheinlich auch schon bewusst sind. Und was im unteren Bereich von diesem Blatt Papier ist, das sind die Dinge, was im Unterbewusstsein, sprich im Unbewussten am Wirken ist in dir. Also nochmal. Mittelpunkt ist das Jetzt, linker Bereich Vergangenheit, rechter Bereich Zukunft, oberer Bereich, was so ist, wie es ist und was dir gegebenenfalls auch schon bewusst ist, der Unterbereich, untere Bereich, das sind die Dinge, die in dir am Wirken sind. Unterbewusst oder das meiste davon sicherlich auch unbewusst. Das sind so die blinden Flecken. Okay, so, jetzt kommen wir mal zum Deuten. Jetzt schau dir mal das Haus an, das du da gezeichnet hast und lass das Haus bitte mal auf dich wirken. Das Haus, das steht im übertragenen Sinne für dich jetzt. Für dich jetzt steht das Haus symbolisch. Und jetzt schau dir mal dieses Haus an. Wo steht es? Steht es im Mittelpunkt? Das heißt, stehst du selbst bei dir selbst, mit dir selbst im Mittelpunkt in deinem Leben? Welchen Eindruck hat das Haus, wenn du es jetzt anschaust auf dem Papier? Ist es ein stabiles Haus? Ist es eher ein Kartenhaus, wo du eher das Gefühl hast? Und du darfst dich auch auf deine Intuition und deine Wahrnehmung, deine Feinfühligkeit, deine Sensibilität, vielleicht auch Hochsensibilität jetzt absolut verlassen. Die hast du eh, sonst hätte ich dich nicht in mein Universum gezogen, wenn du nicht sehr wahrnehmend, feinfühlig, sensibel bist. Zwar das vielleicht bis eben noch als Belastung ansiehst, aber das ist eine wunderbare Gabe und Stärke. Und die kannst du wunderbar, du darfst nur wissen, wie in deinem Leben zusammen mit deiner Mission, deinem Lebensplan und deinem Seelenberuf und deiner Seelenaufgabe auch kombinieren, sodass das die Quintessenz deiner selbst wird. Ja, deshalb ist das eine wunderbare Gabe jetzt. Also, Haus anschauen. Ist es stabil? Ist es eher ein Kartenhaus? Welche Dimensionen hat das Haus? Hat es ein großes Dach? Dach steht für Mindset, sehr verstandesorientiert. Hat es Fenster? Hat es eine Tür? Hast du das Gefühl, man kann überhaupt in das Haus reinschauen? Oder ist da eher alles geschlossen? Ist es eine Tür, die offen ist? Ist es eine prächtige Tür oder eher eine kleine Tür? Oder hast du vielleicht gar keine Tür gezeichnet? Lass das jetzt mal so auf dich wirken. Was kommt da auf? Und dann schau auch mal, wo das Haus steht zu den anderen Symbolen, die du gezeichnet hast. Steht es eher mittendrin oder eher im Abseits? Gefällt dir das Haus wirklich oder eher nicht? Oder steht es sehr in der Vergangenheit? Lass mal auf dich wirken. Gab es da mal Träume?
die du nicht verwirklicht hast bis eben, die dir bewusst oder auch nicht bewusst sind. Verlass dich so auf den ersten Impuls. Ganz, ganz wichtig ist jetzt, erste Impulse zuzulassen. Weil die allerersten Impulse, das sind immer die Dinge, die aus deinem Herzen, aus deiner Seele, aus deinem höheren Selbst, welchen Namen du auch immer von deinem unendlich großen Wesen, das du in Wahrheit bist, welchen Namen auch immer du dieser Instanz geben möchtest. Ja? Okay. Oder steht es eher in der Zukunft? Ist es ein Haus, das eher auch einladend wirkt oder eher ausladend? Oder ist es mehr wie so eine Festung? Wie stehst du im übertragenen Sinne in der Welt, wenn du das jetzt so auf deinem Blatt Papier gezeichnet hast, dir mal anschaust? Okay. So. Nächstes Symbol, der Baum. Der Baum steht für die Partnerbeziehung. Und jetzt schau mal, wo steht der Baum? Im Verhältnis zum Haus. Ist es ein großer Baum? Ist es ein kleiner Baum? Hat er Wurzeln? Hat er Blüten? Trägt er Früchte? Hat er einen kräftigen Stamm? Hat er ein Blätterwerk? Hat er, ja, Blüten, Früchte. Ist er so ein richtiger, prächtiger Baum oder hat er irgendwie vom Gefühl her nur verdorrte Äste? Wo steht der Baum im Verhältnis zum Haus? Für frühere Beziehungen, Partnerbeziehungen, und da geht es nicht nur um die Partnerbeziehung als Lebenspartner, es geht um grundsätzlich um Partnerbeziehungen. Es muss jetzt nicht der Lebenspartner sein. Wenn es um frühere Partner geht, dann stehen die eher auf der linken Seite. Wenn es um zukünftige Partnerbeziehungen geht, steht es erst eher auf der rechten Seite. Was ist deine Wahrnehmung jetzt zu diesem Baum, der metaphorisch für Partnerbeziehungen steht? Was spiegelt das, was du jetzt gerade zu Papier gebracht hast, dir wieder? Lass die Infos zu. Und bitte ganz wichtig, ohne Bewertungen und ohne Beurteilungen. Es geht jetzt nur darum, dass du die Erkenntnisse zu dir überhaupt fließen lässt. Nichts bewerten, nichts beurteilen. Und schon gar nicht dich selbst. Okay? Die Heike schreibt, keine Zeit gehabt für Tür und Fenster, aber komischerweise hat mein Haus einen qualmenden Schornstein. Ja, liebe Heike, was will dir das sagen, dass dein Haus einen qualmenden Schornstein hat? Was will da abziehen? Was ist da in deinem Bewusstsein? Danke, dass du es teilst. Was ist da in deinem Bewusstsein, was raus möchte, was du bis eben noch nicht erlaubt hast, dass es rauszieht? Und für wie viele Dinge, ich hoffe, ich darf das jetzt hier deuten für dich, als Anregung für alle, auch für die anderen, und für wie viele Dinge in deinem Leben erzählst du dir jetzt bis eben noch die Geschichte, dass du keine Zeit hast für dich selbst, für das Leben wirklich nach deinem Herzen, für das wirkliche Entdecken deines Seelenplanes, für das wirkliche Entdecken deiner Lebensaufgabe, für das wirkliche Entdecken deiner Mission, deiner Vision, deiner Botschaft, deiner Kreativität. Das gilt jetzt für alle hier natürlich, ja? Nicht nur für dich. Ich nehme dich nur mal als Beispiel, liebe Heike. Mit anderen Worten, wie ich es auch gerne ausdrücke, wie viele Ablenkungsmanöver hast du bis eben noch am Laufen, wo du dir Geschichten erzählst, weil jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, keine Ahnung, was auch immer. Wo schaust du, Achtung, immer noch so auf dein Leben, mit der dunklen Brille, jeder von euch, bitte, fragt euch das mal, wo schaust du bis eben noch mit dieser dunklen Brille aufs Leben? Gerade in der jetzigen Zeit, was nicht geht, was Mist ist oder wie auch immer, welche Ausdrücke du immer dafür hast.
oder wo Ängste und keine Ahnung, was auch immer zukommt. Und was würde sich wohl verändern, wenn du die Brille wechselst und mal durch eine rosarote Brille in die Welt schaust? Wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, Pippi Langstrumpf-Mentalität. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Und das geht. Auch jetzt. Okay? So, ihr Lieben. Nächstes Symbol, der Weg. Schau dir mal deinen Weg an. Ist es ein wirklich weiter Weg? Ist es ein breiter Weg, ein prächtiger Weg? Oder ist es eher ein ganz kleines Wegchen, mehr so ein Pfad, ein schmaler Weg? Vom Gefühl her oder rein vorher noch einen Schritt, wo führt der Weg überhaupt hin? Gibt es Verzweigungen oder ist es tatsächlich nur ein Weg? Vom Gefühl her, ja, prächtiger Weg, schmaler Weg, habe ich schon erwähnt. Hat er überhaupt etwas mit dem Haus zu tun? Das Haus symbolisiert dich. Oder schlängelt der Weg irgendwo ums Haus rum, irgendwo in einer Ecke? Wenn er eine Verbindung zum Haus hat, führt der Weg zum Haus hin oder eher zum Haus weg? Lass mal zu. Was kommt da in dir? Lass mal deine tiefe innere Weisheit zu, was da in dir kommt. Ist der Weg nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder beides? Bist du also auf dem Holzweg, um es mal so auszudrücken? Oder ja, welche Wahrnehmung hast du jetzt, wenn du auf diesen Weg schaust? Wer sich traut, kann auch gerne hier reinschreiben, wenn ich so nach links gucke. Ich habe mein Handy da. Ich deute es auch gerne. War jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Reden und lesen. Multitasking ist ja eine Gabe, die wir Frauen haben. Interessante Ansicht, interessanter Glaubenssatz jetzt. Daniela, Haus links, was bedeutet das? Gibt es mich nicht im Jetzt? Doch, liebe Daniela, dich gibt es sehr wohl im Jetzt. Frage, wie sehr hältst du noch an Dingen in der Vergangenheit fest, die, wenn du sie jetzt lösen würdest, dir tatsächlich erlauben würde, dein volles Potenzial zu leben, wirklich durchzustarten, dich zu lösen von all den Dingen, die irgendwo noch dich ablenken wollen, hindern wollen, sodass du wirklich voll und ganz dich selbst, liebe Daniela, empfangen würdest. Für alle von euch gilt das. Danke, Daniela, dass du es reingeschrieben hast, dass ich das als Beispiel hier nehmen durfte. So wertvoll. Also ihr merkt schon, ich gebe euch hier die Anleitungen. Du darfst dich auch darauf verlassen, dass du Impulse bekommst, die auch treffend sind. Nur es kommen trotzdem Fragen auf, es ist trotzdem so etwas Individuelles. Ich schaue hier nur, wie ich es dir möglichst breit gefächert mitgebe. Wenn du mit mir näher hinschauen möchtest, dann gibt es nachher noch ein Goodie natürlich auch dazu. Okay? Daniela, magst du mir Feedback geben? Gibt das Sinn? Volltreffer. Danke. Danke. Liebe Heike, gibt das für dich auch Sinn, was ich eben so gedeutet habe? Gerne auch mal mir Feedback geben. Dann habe ich das Gefühl, ihr seid hier bei mir. Ich bin hier nicht ganz alleine hier in meinem Räumchen und rede zu dir. Möchte ja doch so gerne, ja, Impulse schenken, die du dann natürlich auch umsetzen darfst, dass du auch dort ankommst, wo du eigentlich hin willst. Okay? So, jetzt, Weg haben wir. Nächstes Symbol, der Zaun. Schau dir jetzt diesen Zaun an. Der Zaun. Wo ist er? Der Zaun steht auch für Abgrenzung. Was grenzt er ab? Grenzt er überhaupt etwas ab? Ist es ein großer Zaun, ein kleiner Zaun, eine Mauer, Stacheldraht? Wo grenzt du dich ab?
bis eben noch, dass wenn du jetzt dir erlauben würdest, aufzuhören, dich von Dingen abzugrenzen, die dich tatsächlich dorthin bringen, wo du eigentlich hin möchtest. Es geht nicht darum, offene Tür zu haben und jeder darf seinen Müll bei dir abladen, um es jetzt mal metaphorisch zu sprechen. Aber wo hast du bis eben noch Mauern, Zäune, Stacheldrähte? Bei mir waren es früher immer Stacheldrähte, so die noch mit einer gezackten Mauer noch, die ich intuitiv gezeichnet habe, wo ich mich immer gefragt habe, hey, ich will das eigentlich gar nicht. Aber irgendwie eine Instanz in mir hält immer noch dran fest. Ja, also Zaun steht für Abgrenzung. Wo ist er? Was grenzt er ab? Großer Zaun, kleiner Zaun, eher Mauer, Stacheldraht. Okay. Und was würde wohl geschehen, wenn du dir erlauben würdest, diesen Zaun jetzt mit einer Entscheidung, die du treffen kannst? Wir haben immer die Wahl, können immer neu wählen. Wie sage ich das? Wenn du von diesem Zaun jetzt loslassen würdest. Ja? Okay. So, nächstes Symbol, die Sonne. Die Sonne steht für Lebensfreude, die steht für Energie, die steht für die männliche Energie. Wir alle haben ja eine männliche und eine weibliche Energie in uns, egal ob wir Mann oder Frau sind. Und jetzt schau dir mal die Sonne an. Wie strahlt sie? Strahlt sie überhaupt? Und von deinem Gefühl her ist es ein guter Abstand zu den anderen Symbolen. Oder wird da eher etwas verbrannt, das heißt, verstrahlt sie eher? Oder könnte sie noch mehr strahlen? Die Sonne steht symbolisch auch für diese männliche Energie dahingehend, dass es vielleicht noch Dinge in dir verborgen sind, die mit deiner männlichen Ahnenreihe etwas zu tun haben. Hinblick auf Vater, die deinen Mann im wahrsten Sinne des Wortes im Leben auch zu stehen. Ja? So die weibliche Energie, die steht für die Intuition, für die Gefühlswelt. Die männliche Energie steht für tatsächlich, wie man im Volksmund so schön sagt, seinen Mann im Leben zu stehen. Hier straight seinen eigenen Weg zu gehen. Unaufhaltbar seinen eigenen Weg zu gehen. Was nicht heißt, dass es darum geht, da alles andere rundum zunichte zu machen, aber auf eine liebevolle Art und Weise zu wissen, da geht's lang und diesen Weg gehe ich jetzt. Ich bin jetzt unaufhaltbar. Ich bin bei mir. Ich glaube jetzt an mich selbst. Ich bringe meine Botschaft jetzt in die Welt. Zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Zum höchsten Wohle von mir selbst und zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Sprich Familie, Umfeld, im weitesten Sinne auch die ganze Welt, das Universum hier, du als unendlich großes Wesen. Okay? Und wenn du bis eben noch Süchte in deinem Leben dich begleiten, egal jetzt, was es ist, sind es Süchte nach Süßigkeiten, Süchte nach Nikotin, Süchte nach Kaffee, Süchte nach Alkohol, Süchte nach Sex. Was auch immer. Unter diesen Aspekten, schau dir mal die Sonne an. Lebensfreude, Lebensenergie, männliche Energie. Wo steht sie? Passt das? Oder was könnte da anders sein? Verstrahlt sie eher etwas? Verbrennt da eher etwas? Oder strahlt sie überhaupt nicht? Okay. So, dann die Schlange. Die Schlange, die steht für Sexualität und Weiblichkeit. Jetzt schau dir mal die Schlange an, die du gezeichnet hast. Ist sie eher groß oder eher klein? Die Schlange steht auch für Reichtum, die steht für Erfolg, die steht für Geldfluss, die steht für Fülle, die steht für Kraft, für Energie, auch für Spiritualität. Und jetzt schau dir mal unter den Aspekten die Schlange an. Vom Gefühl her, was ist dein erster Impuls? Wahrheit. Lebt die Schlange noch oder ist sie schon tot? Oder schläft die Schlange? Ist sie überhaupt lebendig?
Oder schläft sie? Schläft sie vielleicht schon viel zu lange? In welche Richtung schaut die Schlange? Wo ist sie? Ist sie im oberen Bereich, im unteren Bereich? Welche Impulse kommen in dein Bewusstsein zur Schlange? Liebe Heike, soll ich einfach ausblenden, dass ein Mensch und sein Schicksal von mir abhängig ist? Wir leben hier in einem Kosmos. Kommt aus dem Griechischen. Alles hat seine perfekte Ordnung. Auch wenn wir den Eindruck haben, da herrscht das totale Chaos, hat alles seine Ordnung. Und würdest du dich mal dem Gedankengang öffnen, jeder von euch, dass alles miteinander verbunden ist und überall auch in allem ein tieferer Sinn steckt und jegliche Situationen, die im Außen sind, der Menschen bewerten und beurteilen immer etwas in unserer Dualität, mit unserem süßen Köpfchen. Wir bewerten und beurteilen etwas und verurteilen auch. Und wie wäre der Gedanke, damit aufzuhören, Dinge zu bewerten und zu beurteilen? Mit anderen Worten, in Schlussfolgerungen zu denken, damit machen wir immer Deckel zu. Das Universum hat sehr, sehr, sehr gute Ohren. Heike, du warst, glaube ich, auch bei den Seelenfreudetage dabei, erinnere dich. Das Universum nimmt immer das auf, was wir bewusst, unterbewusst und auch unbewusst mit unseren sogenannten blinden Flecken, die wir auch ans Universum aussenden, bestellen. Das liefert nur. So, unter diesen Aspekten kann nichts und niemand von dir abhängig sein und auch du kannst von niemandem abhängig sein, egal wer es ist, völlig egal. Es sei denn, du lässt es zu. Es sei denn, du triffst die interessante Wahl, du lässt es zu. Und jeder von euch hier, der hier dabei ist, sei es jetzt im Live oder im Replay, wenn dir jetzt so bewusst wird, so wie Schuppen von den Augen fällt, ach ja, ach ja. Bitte, dann hast du wunderbare Erkenntnis und dann lade ich dich dazu ein, okay, bis eben habe ich die interessante Wahl getroffen, dass das und das bis eben in meinem Leben so war. Danke für diese Erkenntnis. Wie will ich selbst es jetzt haben? Jetzt geht es in diese Richtung weiter. Es ist eine Entscheidung, es ist eine neue Wahl. Und wenn dein Denker jetzt rebelliert, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber, das sind alles Schlussfolgerungen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen harte Kost hier. Das sind alles Schlussfolgerungen, Bewertungen, Beurteilungen, Verurteilungen. Deckel zu. Steckst du fest? War für mich einst auch mal mit die harteste Kost, mit die größte Herausforderung, mich dem zu öffnen, was ich dir gerade jetzt hier, also wenn ich dir jetzt sage, euch alle hier weitergebe. Habe ich lange nicht in meinen Mind hier reinlassen wollen. Aber es verändert ganz, ganz, ganz viel. Okay, so, die Schlange. Dann haben wir die Axt. Schau dir mal die Axt an. Die Axt steht für Wut. Die Axt steht für unterdrückte Gefühle. Ist es eine große Axt? Ist es eine kleine Axt? In welcher Nähe ist sie? Worauf hast du Wut? Im unteren Bereich, das steht für Kindheitsthemen, die unterdrückt sind. Wir haben ja ganz viel als Kinder gehört, wir dürfen nicht wütend sein. Wenn wir mal mit den Bauklötzen gespielt haben und haben so einen Wutausbruch bekommen und die sind in der Gegend rumgeflogen. Nur mal als Beispiel, haben ja Mama und Papa oder Umfeld, unser Umfeld nicht gesagt, wow, was für eine Kraft, was für eine Energie in diesem Kind steckt. Alle Chakren sind geöffnet. Was hat man gemacht? Entweder man hat gleich mit uns geschimpft oder man hat uns abgelenkt, man hat uns das Spielzeug weggenommen, hat, keine Ahnung, uns mit irgendwas anderem besänftigt. Und wie viel ist noch unterdrückte Wut irgendwo in dir drin bis eben? Und du hast jetzt sensationell geniale Erkenntnisse,
für dich bekommen im Hinblick auf die Axt? Große Axt, kleine Axt, in welcher Nähe ist sie? Worauf hast du Wut? Vergangenheit? Geht es vielleicht auch in die Zukunft noch rein? Okay. So. Und last but not least, das Strichmännchen. Das steht für dich jetzt. Wo steht es? Steht es nahe beim Haus, jetzt in diesem Augenblick oder weit weg? Wie sehr bist du selbst von dir entfernt? Wie sehr bist du selbst von dir entfernt? Dann lass das ganze Bild mal auf dich wirken. Lass das alles mal auf dich wirken. Liebe Heike, wenn ich mich scheiden lasse, muss ich ja nach Indien zurück. Was ist sonst noch möglich? Das sind alles interessante Ansichten, wo der Verstand, der denkt immer nur in Ansichten, Bewertungen und Verurteilungen und Beurteilungen. Immer Deckel zu und das Universum sagt, okay, wenn du das so sagst, okay, liefere ich dir. Fragen stellen, was ist sonst noch möglich? Wie kann es jetzt funktionieren? Wie will ich selbst es wirklich haben? Solange wir nicht in Fragen stellen und nicht Fragen stellen und in diesen Bewertungen und Beurteilungen leben, stecken wir fest. Das ist Fakt. Das ist so Fakt wie alle anderen Naturgesetze auch. Wir sind ein Teil des Ganzen. Das wäre genauso, wie wenn wir versuchen würden, irgendein Naturgesetz wie das Gesetz der Schwerkraft außer Kraft zu setzen. Sorry für die offenen, klaren Worte, auch wenn es harte Kost ist. Ihr Lieben, aber ich bin ein Freund davon, lieber klar und deutlich zu reden, statt dir irgendwas schön zu reden, weil damit helfe ich dir nicht. Und wenn ich auf mein früheres Leben zurückblicke und jetzt auf mein Leben schaue, ich weiß einfach, wie viel mehr aufgrund meiner eigenen Erfahrung, aufgrund meines eigenen Lebensweges, auch rückblickend damals Leidensweg ist, voller Bewertungen, voller Beurteilungen, voller Verurteilungen, mit ganz, ganz vielen Disharmonien, sprich Krankheitssymptomen, auch ohne die jetzt hier aufzuzählen, weiß ich einfach, und weil ich schon so viele, viele Menschen in der Richtung die letzten Jahre begleiten durfte, in der Akademie, so ist die ja auch entstanden, wie viel mehr für dich möglich ist, wenn du es dir denn erlaubst, die Entscheidung triffst, nicht nur dich begleiten zu lassen, sondern auch dich überhaupt mal im allerersten Schritt für das Leben, das du wirklich haben möchtest, auch gehst. Weil Fakt ist, bei allen Erkenntnissen, die du jetzt hier bekommen hast, Wahrheit, wie oft hast du schon Erkenntnisse und Botschaften bekommen? Und dann sind so viele Ablenkungen, Ablenkungsmanöver nochmal im Außen. Das Umfeld ist nicht dort, wo du hin möchtest. Dann erzählst du dir die Geschichte nochmal schlechter Zeitpunkt und tralala. Ich muss erstmal noch eine Ausbildung fertig machen. Oder was ich manchmal auch so interessanterweise beobachte, dann hat man sich dafür entschlossen, oder dann haben sich welche dafür entschlossen, okay, ich entdecke jetzt meinen Seelenplan, ich gehe jetzt diesen Weg und dann schläft man eine Nacht drüber und schwupps, ah, nee, ich mache doch erstmal noch die Ausbildung fertig. Oder ich mache überhaupt mal noch erst eine Ausbildung. Das sind alles Ablenkungsmanöver, die dich davon ablenken, von deinem wahren Kern, dich selbst wirklich zu empfangen und dich selbst bei dir anzukommen und dich selbst zu leben. Ja? Oder auch so diese Glaubenssätze. Ich bin eh immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich bin eh mit dem Universum verbunden. Das ist ja alles miteinander verbunden. Also ist das Wissen und das Universum, das ist ja alles auch in mir. Oder ich habe Vertrauen. Ich hab mich mit meinem höheren Selbst unterhalten. Ich habe Vertrauen. Kommt immer alles zum richtigen Zeitpunkt zu mir. Liebes, das sind alles Ablenkungsmanöver, wenn du es, du kannst dir das so vorstellen, bei diesen Dingen, diesen Beispielen, die ich gerade gebracht habe, du hockst auf dem Stuhl, ich gebe dir ein Bild dazu, wie wenn du Om singst,
Om, Mantra rezitierst, was auch immer, und hoffst, dass alles einfach so zu dir fließt, ohne dass du ins Handeln kommst. Wir haben immer noch ein Tuniversum. Wir sind im goldenen Zeitalter angelangt und dennoch, wir haben ein Tuniversum. Resultate im Außen kannst du dein Leben lang drauf warten oder noch die nächsten Jahre drauf warten, bei aller mentalen Ausrichtung, bei allem Vertrauen ins Leben, bei allem Vertrauen, dass du immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist. Es wird sich nichts ändern, außer dass dein Leben an dir vorbeizieht. Oder wenn du dir vielleicht auch die Geschichte erzählst, ich will keinen Druck mehr oder überhaupt Druck und Stress sind weg, meine innere Stimme zeigt mir schon den Weg. Du darfst auch ins Handeln kommen, weil sonst kommt irgendwann der Tag X und dann ist es zu spät. Dann denkst du, hätte ich doch nur. Ich bringe dir mal ein metaphorisches Beispiel, dass das vielleicht ein bisschen besser auf den Punkt bringt, was ich damit meine. Diese Beispiele, die ich gerade eben gebracht habe. Es gibt so eine schöne Geschichte, wo ein Dorf überflutet wird oder die Überflutung droht, weil Hochwasser da ist und das THW rückt aus, um die Dorfbewohner alle in Sicherheit zu bringen. Und ein Mann sagt dann, nee, ich bleibe hier, ich habe Vertrauen, alles ist gut, ich bin immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, ich bin mit dem Universum verbunden, meine innere Stimme sagt mir jetzt, ich muss hier bleiben und alles gut. Meine innere Stimme zeigt mir den Weg, ich will jetzt keinen Druck, keinen Stress, alles gut. Okay, THW rückt ab, Hochwasser kommt. Durchflutet die erste Etage, bis zur ersten Etage das Haus. Der Mann rettet sich schon mal in die erste Etage. THW kommt wieder vorbei mit einem Boot und sagt, guter Mann, schauen Sie mal, kommen Sie jetzt zu uns ins Boot, wir retten Sie und dann bauen Sie sich ein neues Leben dort auf, wo kein Hochwasser ist, um es jetzt mal bei diesem Hochwasserbeispiel zu belassen. Und der Mann sagt wieder, nee, ich bin immer zur richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Meine innere Führung sagt mir jetzt, ich soll hier bleiben. Alles gut, ich werde gerettet und genau, Gott zeigt mir den Weg. Ich habe Gottes Vertrauen. Ich habe Verbindung zu meinem höheren Selbst. Okay? So, Hochwasser wird höher. Der Mann muss aus dem Haus raus, schafft es dann gerade noch, sich aufs Dach zu retten. Hochwasser wird noch höher, Dach reicht auch nicht mehr und er ertrinkt. Und dann kommt er in den Himmel, ist etwas wütend auf Gott, auf das Universum und sagt, hey, ich habe geglaubt, dass ich meiner Intuition gefolgt bin. Ich habe geglaubt, du rettest mich. Ich habe an dich geglaubt. Warum hast du mir keine Hilfe geschickt? Warum hast du mir keine Hilfe geschickt? Und dann sagt der liebe Gott, ich habe dir Hilfe geschickt. Du warst auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Nur du hast meine Hilfe nicht erkannt. Ich habe dir erst das THW geschickt, zu Fuß. Dann habe ich dir Menschen geschickt, die mit einem Boot bei dir vorbeigekommen sind und dich retten wollten. Dann habe ich dir noch, ich habe es eben abgekürzt, die Geschichte noch so, eigentlich erzähle ich die sonst immer so, dass der Mann noch auf dem Dach hockt und THW kommt noch mit dem Hubschrauber, um ihn zu retten. Ich habe dir den Hubschrauber geschickt. Aber du hast ja die Geschichte erzählt, dass du es alleine irgendwie schaffen musst. Ja? Okay. Oder du hast ja die Geschichte erzählt, du hast keine Herausforderungen. Du bist einfach nur neugierig, was jetzt hier weiter geschieht. Ja. So, die Wahrheit ist, jeder von uns, ja, ist ein Teil des Ganzen. Jeder von uns hat so seine eigene tiefe innere Weisheit, sein eigenes Potenzial. Jeder hat unterschiedliche Herausforderungen. Wenn wir die Bilder hier jetzt anschauen könnten von den Teilnehmern, von jedem, egal wie viele, kein Bild gleicht dem anderen, jedes Bild ist unterschiedlich. Du hast jetzt wertvolle Erkenntnisse bekommen durch das, was du gezeichnet hast. Nur da jedes Bild nochmal ganz fein gedeutet werden kann. Jeder hat unterschiedliche Herausforderungen. Du kannst dir das so vorstellen, weil, das will ich damit sagen, was du jetzt brauchst, ist eine genau auf dich abgestimmte Strategie,
die dir hilft, tatsächlich von A nach B zu kommen, aus den Themen. Und das ist auch eine Wahl. Du kannst es jetzt dabei belassen, okay, spannende Erkenntnisse bekommen. Das ein oder andere war dir schon bewusst, ist vielleicht nicht sensationell Neues. Das andere lässt dich grübeln, lässt dich überlegen. Andere Dinge rumoren in dir. Und du hast jetzt die Wahl, okay, hole ich mir jetzt eine genau auf mich abgestimmte Strategie und gehe jetzt meinen Weg oder lasse ich es einfach dabei? Und das meine ich mit genau abgestimmter Strategie. Stell dir vor, es kommt jemand aus dem Hindukusch hierher. Der wohnt dort in einer Hütte, ohne fließend Wasser, ohne Strom. Und der findet das so genial, dass wir hier so einen Hahn haben, einen Wasserhahn, also wo man aufdreht und da kommt dann Wasser raus. Weil er im Hindukusch muss immer jeden Tag gefühlte 100 Kilometer mit so einem Bottich aus dem Kopf, auf dem Kopf zurücklegen, um frisches Wasser zu haben. Und das begeistert ihn, so ein Wasserhahn und da kommt klares Wasser raus. So, bevor er zurückfliegt in seine Hütte, besorgt er sich noch so einen Wasserhahn und holt den Wasserhahn mit, kommt in seiner Hütte an, macht den Wasserhahn an die Wand, dreht den Hahn auf und was passiert? Nichts. Warum? Kann auch nichts passieren. Die Strategie, die sich hinter diesem Wasserhahn, die Leitung, was sich alles dahinter befindet, damit da klares Wasser rauskommt, die hat er nicht gesehen. Und so ist das jetzt metaphorisch gesprochen, auch diese Erkenntnisse, die du jetzt bekommen hast. Es liegt jetzt in deiner Macht, in deiner Wahl, in deiner Entscheidung, in deiner Verantwortung, da was draus zu machen oder nicht. Das ist damit gemeint, was ich eben an dem Beispiel auch von der Heike gemeint habe. Wir haben immer die Wahl, uns für etwas zu entscheiden, weil wir haben sowas mitbekommen wie unseren freien Willen. Die Erkenntnisse, die wir bekommen, die Botschaften, die wir von Gott, dem Universum, von unserem höheren Selbst, von den Schutzengeln, keine Ahnung, egal welchen Namen wir dieser Instanz geben, das ist ja nur der Versuch eines menschlichen Ausdrucks für eine Energie, die da ist, die mit dir spricht, die in Form von Gefühlen, in Form von Seelenbotschaften. Die Seele spricht über die ganz leise Sprache von Gefühlen, über Gefühle mit uns. Das Ding ist nur, dass wir so viel behaftet sind mit mangelndem Urvertrauen, mit Ängsten, mit Zukunftsängsten, mit Bewertungen, mit Beurteilungen, mit wenn, dann und, dass wir uns gar nicht trauen, darüber zu gehen und zu sagen, okay, liebes Universum, so war es bei mir, irgendwann war es bei mir, so ich habe gesagt, okay, ich habe es verstanden, ich bin es jetzt leid, weiter in diesem Schlamassel drin zu stecken. Das Leben ist das Wertvollste, was ich überhaupt bekommen habe als Geschenk. Ich nehme dieses Geschenk des Lebens jetzt an. Ich entdecke jetzt meinen Seelenplan. Ich entdecke jetzt meine Vision, warum ich hier bin. Und ich lebe mein Leben jetzt. Zu meinem höchsten Wohle, zum höchsten Wohle von der Familie, für meine Kinder, weil ich haben möchte, dass die auch ihren Weg gehen und ihrem Herzen folgen. Dass ich jetzt mal das Beispiel für die bin, das ich tatsächlich auch sein möchte. Und auch zum höchsten Wohle des großen Ganzen, mit anderen Worten, dass ich meinen Beitrag, mein Licht da draußen mit der Welt teile, das bei mir ist, bis 2030 möchte ich 1 Million Frauen, insbesondere gerne auch Männer, dabei unterstützt haben, ihre Mission zu entdecken, zu leben, ihr Licht mit der Welt zu teilen, ihre Botschaft rauszubringen. Was für eine andere Welt haben wir dann? Und genau ein solches Licht brennt auch in dir, das ans Tageslicht möchte. Ja, und dafür darfst du dich entscheiden. Das ist der freie Wille, den wir bekommen haben. Jeder von uns hat einen freien Willen, kann neu wählen. Und gerade in der jetzigen Zeit, wie schön ist es, wenn du frei lebst, wenn du dein eigenes Ding machst, wenn du, wie viel mehr Freude kannst du gerade jetzt haben, wenn du deine Botschaft mit der Welt teilst? Und diese ganzen Dinge, die jetzt es in dir denkt, ja, aber bei mir ist das so und so, ja, aber bei mir ist das anders, weil, ja, aber ob ich das jetzt auch wirklich umsetze, ja, aber, ja, aber, ja, aber.
Ich lade dich ein, entscheide dich für dich, für dein Herz, für deine Seele. Es ist dein Leben. So, und für diejenigen, die jetzt tatsächlich mehr aus ihrem Leben machen möchten und die jetzt in der Situation sind, wie ich vor einigen Jahren auch, dass ich gesagt habe, okay, ich will da jetzt raus. Bei mir kam so die klare Botschaft, wenn du jetzt weiter so dahin krebst wie bisher, dann kommt auch noch irgendwann die Diagnose Krebs. Es wird mir immer deutlicher und ich bin so dankbar, dass ich auf diese Stimme damals gelauscht habe. Und bin der Meinung, alles ist heilbar, es sind alles nur Disharmonie. Nur mit dieser Diagnose wollte ich mich einfach nicht auseinandersetzen. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich habe es verstanden, ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt da durch. Okay. So, und für diejenigen, du findest in deinem Worksheet einen Link zum einem weiterführenden Video. Schau dir das an. Die Elisabeth kannst dir auch gerne nochmal den Link reinschreiben. Für diejenigen, die jetzt vielleicht erst dazugekommen sind, das Worksheet gerade noch nicht haben. Irmgard-bronder.de/Seele. Schau dir dieses weiterführende Video an und ich bin gespannt, wer sich dann dafür entscheidet, auch weiter seinen Herzensweg von euch hier jetzt tatsächlich zu gehen und Dinge näher anzuschauen. Okay? Und tatsächlich auch durchzustarten. Danke, danke, danke für deine Aufmerksamkeit, dass du hier dabei warst. Und irmgard-bronder.de/Seele, klick auf diesen Link. Und ja, ich bin gespannt, wer sich jetzt für sich selbst, für sein eigenes großartiges Leben hier entscheidet und tatsächlich durchstartet. Ihr Lieben, sonnig, warme, heiße Grüße schon hier aus Zypern zu dir. Wo auch immer du gerade bist. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.